So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Ich nehme sofort anschließend weiter auf, weil ich gerade Bock habe zu zocken, ohne Ende. Ohne Witz, ich bin ja richtig drin. Ja, letzte Folge, wir haben viel geschafft. Die Folge davor, die ihr leider nicht gesehen habt, haben wir auch viel geschafft, aber ey. Und wir müssen uns jetzt hier in Schandstadt einen Weg suchen, wie wir am besten hier irgendwo rüberkommen. Ich schaue gerade mal. Im besten Fall gehen wir einmal nochmal zum Bonfire, ne? Also das wäre, glaube ich, einfach sinnvoll, um dann hier einen Punkt zu haben, von wo wir aus halt starten. Dass wir das, ich weiß nicht, ist das klug, dass wir das nicht entfacht haben? Ist, glaube ich, eigentlich relativ egal. So, die Frage ist, wie, also, ne, jetzt müssen wir für uns nur einen kurzen Weg suchen, wie wir dann am besten da rüberkommen. Ah ja, der lebt ja wieder, stimmt. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich Dulli. So. Ich glaube, es hilft eigentlich nichts, außer einfach Augen zu und durch. Und ich treffe ihn halt einfach nicht, Mann. Also, wir sind. Hallo, schlag doch bitte zu, hör auf zu treten. Schlag zu, Mann. Also es hilft, glaube ich, nichts, wenn wir hier großartig irgendwie... Guck mal, er wackelt noch ein bisschen rum. Schau mit dir. Kommen die jetzt mal oder nicht so? Es hilft halt, glaube ich, nichts, wenn wir hier so ein bisschen... Ne, wir müssen einfach Augen zu und einmal durch und uns da dann wieder entgiften. Aber ich warte kurz auf die beiden Teile hier. Wunderbar. Hallo. Danke. Wie der die halt nicht trifft. Naja, egal. Also dann gehen wir mal rüber. Wir haben genug Entgiftungszeug dabei. Ich weiß halt nicht, wie worth hier diese Items sind, die teilweise in dem Gift liegen. Ob das sich lohnt, quasi dafür eine Vergiftung in Kauf zu nehmen. Wenn es halt jetzt... Ich glaube, dieser Ring, den bekommt man von irgendjemandem. Den bekommt man, glaube ich, von jemandem. Den hätte ich mir schon mal wahrscheinlich holen können. Irgendwo. Oh, guck mal, das liegt gar nicht im Gift. Geil. Nice. Gute Seele, Alter. Ich schaue gerade mal, ob halt hier noch Fliegen kommen. Ja. Stimmt, die Wurfmesser, die können wir mal ablegen. Die lohnen halt gar nicht so. Ja, jetzt müssen wir uns hier mit diesen Boys hier rumschlagen. Okay, ich glaube, ich habe... Oh, ich habe, glaube ich, gegen einen Stein geschlagen, deshalb. Nice, in den Arsch, Alter. Geil. Ach, das sind die gleichen, nur dass wir halt kein Knüppel, sondern diesmal einen Stein haben. Interessant. Ja, jetzt rollt er ein bisschen und dann können wir uns hinter ihn stellen. Dann habe ich ein schönes Schwert in den Ass rammen, Alter. Komm schon, steh auf, lass mich dich schlitzen, Alter. Ja, easy. Und die haben so Jaucheküchlein dabei. Ja, Jaucheküchlein. Damit kann man Gegner vergiften. Die muss man so ungefähr 20, 30 Mal abwerfen. Und dann sind die vergiftet. Nein, so oft jetzt nicht, aber schon ein bisschen halt. Muss man schon öfter mal abwerfen damit. Ah ja, ciao. Push die Katana, schützt so rein. Oh, die Riesenkeule. Geil, ist halt deren Waffe. Aber ist natürlich viel zu schwer, als dass wir die in unserem Playstyle benutzen würden. Also die Frage ist, geht's halt hier irgendwo ufermäßig so ein bisschen rum? Oder muss ich da jetzt... Ich muss da halt einfach irgendwie durch. Ja, darüber muss ich jetzt, ne? Ja, let's go. So, let's go. Tick, tick. Hätte ich vielleicht mit warten sollen, weil hier müssen wir jetzt nochmal rum. Aber vielleicht muss ich hier auch gar nicht vergiftet werden. Nee. Geil.
So, hier stehen jetzt noch ein paar Boys. Ist hier hinten noch was? Nee. Also hier stehen jetzt noch ein paar Boys. Falls klatsche ich die alle weg. Oder also lasse ich die da jetzt einfach stehen. Also ich glaube, zu dritt sind die halt schon unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich die einzeln triggern kann. Ansonsten lasse ich die halt verstehen. Ich meine, wir müssen ja nicht gerade nicht killen, ne? Eigentlich müssen wir sie nicht killen. So. Und wir sehen schon, in was für einer Art von Umgebung wir uns hier bewegen. Und was für eine Art von Boss uns jetzt hier sehr wahrscheinlich entgegentreten wird. Ich bin gespannt, wie ich mich gegen die Olle schlage. Den Quelak ist, glaube ich, schon nicht ganz ohne. So, und die Viecher, die schlägt man und da kommen dann andere Viecher raus. Das ist ziemlich ekelhaft. Hey. Und dann spucken die halt einen an. Und dann ficken die einen weg. Ja. Mensch. Hat gut funktioniert, Alter. What the fuck? Wie die einen wegmachen, Alter. Warum habe ich hier 8 Flakons? Was ist das denn? Weil ich hier noch 8 übrig hatte? Und dann starte ich doch nicht mit denen. Seit wann starte ich denn mit denen, die ich übrig hatte? Ich starte doch einfach wieder nur mit 5, oder nicht eigentlich? Okay, also wir müssen uns halt merken, wo wir hier gut rüberkommen. Wir müssen uns eigentlich zweimal müssen wir uns halt vergiften lassen, glaube ich, ne? So war das doch jetzt. Hey. Ja, ich glaube eigentlich nur zweimal. Immer auch so ein schmaler Grat, ab wann man dann schon vergiftet wird, ne? Ei, ei, die Mücken. Ich hasse sie so sehr. Von oben, das ist halt echt fies, ne? Oh! Ah, diese Brücke, diese Insel hier ist es wieder, ja. Schnell, schnell, schnell. Ich will nur mich einmal trinken, damit ich wenigstens kurz überlebe, Alter. Weg mit euch. Ja, wir haben nicht mehr allzu viel. Aber sollte reichen. Guck mal, den habe ich sogar ohne geschafft jetzt. Geil, Mann. Noch mehr? Nee. Die Frage ist, das ist einfach so ein ekliges Schleimvieh, ne? Ja. So, was hat man jetzt gesagt? Wo ist vorüber? Da. Gut, da werden wir halt einmal vergiftet. Na, wobei, vielleicht gar nicht mal. Weil wir müssen ja quasi nur von hier nach da vorne. Sollte ja nicht gehen. Ja. Let's go. Fliegen, deshalb macht er diese komischen Geräusche. Alter. Gut, geben halt auch alle 0 EP, ey. Gut, ich bin halt jetzt dann gewöhnt an diese anderen Gegner da aus dem Finsterwurzbecken. Dass die halt einfach 1000 geben oder so. Komm schon. Ups, das war die falsche Taste. Ey, ich kann ihn leider nicht unterbrechen. Da kommt noch einer sofort? Hä? Warum? Der kam doch vorhin auch nicht. Kacke. Scheiße.
Scheiße, ey. Warum kommt der denn da? Der kam doch vorhin auch nicht. Zwei, ja, wie man die noch wegtritt, Alter. Da, ciao. So, ich sprint hier jetzt einfach rüber. Weil ich hier keinen Bock habe, wieder auf dieser anderen Kackinsel da zu kämpfen. Oh, ich höre noch welche. Gut. Mal durch dieses... Ach, scheiße. Mit dem Summen detekten, ob noch welche kommen. Sehr, sehr gut. So, um den müssen wir jetzt leider ein bisschen mehr respektieren, wie mir scheint. Beziehungsweise eher halt seinen Kollegen. Willst du auch kommen hier? Ja, genau. Ist halt schwierig, was zu sehen hier. Muss man ganz einfach zugeben. Ist schwierig. Hallo, Fettkloß. Na, kommst du ran? Ja. Ja, in dem Moment dann, wo ich, ne? So, kommst du ran? Ja, sehr schön. In den Ass. Oh, richtig tief rein gerammt das Ushigatana. Alla. Komm schon, lass dich treffen, Mann. Danke. Einmal von hinten und dann noch dreimal rein. So, jetzt kommt sein Kollege. Hoffentlich. Hallo. Ja, jetzt kommt er einfach gar nicht, ne? Vorhin kam er schon und jetzt kommt er nicht. Ja, scheiß drauf. Alter, hat der mich weggepfeffert. Was macht er denn jetzt? So, jetzt kurz warten, bis er wieder aufsteht. Und weg mit dir. Rauche Küchlein, so. Ja, dann brauche ich jetzt einmal das Gegengift, glaube ich, ne? Ja. Aber es hier keinen besseren Weg gibt. Tick-ticka. Okay, echt wie bei so einer Getränkewerbung, ey. Ich horche mal kurz, ob jemand kommt oder nicht. Ne, sieht so weit gut aus. Die da lassen wir rechts liegen. So, und auf ein neues. Ich weiß gar nicht, ob man die killen muss. Bin ich ehrlich. Ich glaube nämlich gar nicht. Guck, die chillen einfach. Die muss man gar nicht killen. So. Pass auf, tolle Aussicht. Famose Kiste. Okay, ich weiß gar nicht, ob man sie blocken kann. Aber wir gehen da jetzt rein, Freunde.
Ab zu Quelaag, Allah. Der nächste Glockenboss. Let's go. Lecker. Letzte fucking Dark Souls Boss, Mann. Oh, na, was kann man jetzt von ihr so schönes sehen noch? Lala, hallo. Dich werden wir jetzt wegschlitzen, Fräulein. Chaos Hexe Quelaag, Allah. Auch hier wieder schön nah an ihr dran sein. Wir können halt leider irgendwie nicht zu einem fetten Angriff. What? Was war das denn? Vor allem mache ich hier einfach Zero Damage. Ich mache dir keinen Schaden. Oder dir einfach viel Leben. Aber... Also, oh, ey, Alter. Was soll ich denn stattdessen machen? Das ist wohl eher die Frage. Was soll ich denn stattdessen machen? Ich muss sie doch killen. Ich meine, wir sind schon Stufe 40, so. Kann man doch wohl Quelaag legen. Ich meine, am Anfang hat das gut funktioniert mit dem nah an ihr dran sein, so. Und dann ist sie hochgesprungen, hat einmal Feuer um sich herum gemacht und dann war ich weg. Also diesen ersten habe ich doch sogar gedodged, diesen ersten Feuerschwall. Und dann war das aber irgendwie eine andere Attacke, keine Ahnung. Ja, ja, diese Scheißmücken, ne? Ich höre sie halt schon wieder. Ah, fuck. Mann, ja, ich bin gerade ein bisschen einfach am Überlegen und konzentriert am Denken, deshalb war ich jetzt gerade nicht so viel. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen, ne, wisst ihr? Ich dachte, wir können jetzt geil machen hier, aber scheinbar brauchen wir da wohl ein bisschen mehr für. Müssen das Ganze mal ein bisschen überlegter angehen. Vielleicht nicht sofort ran und drauf, sondern halt erstmal ein bisschen gucken. So, jetzt lassen wir das Gift kurz runterticken. Und dann... Oh nein. Ich will keine scheiß Fliegen mehr. Alter, wie viele sind das denn, Mann? Geben 36 Erfahrung, Alter. Stell dir mal vor, die würden mehr geben. Also klar, wäre halt auch ein bisschen OP dann. Dann könnte man die halt einfach farmen, weil die sind halt echt wack. Aber... Jetzt muss ich halt immer diese Dullis machen. Willst du? Dann komm her. Mann. Genau, hier noch nicht. Hinter dieser Ecke hier, ne? Ja.
weg mit dir. Fette Sau, Alter. Entschuldigung. Wo ist doch wahr? Ich meine, guckt ihn euch an. Der schleppt die ganze Zeit Steine und... Was macht er? Also, keiner wird ja trotzdem nicht... Wird ja trotzdem nicht dünner. Diät? Weiß er vielleicht nicht so, wie das geht. Gibt es hier eine geile Stelle, wo man rüber kann, ohne vergiftet zu werden? Ich fürchte fast nein. Wir haben nur noch 4 von diesen Teilen, ne? Also, es ist... Oh, knapp. Ja, doch, wenn man von hier vielleicht darüber geht. Könnte funktionieren. Aber hier brauche ich ja auch nochmal eins, ne? Brauche ich hier eins? Ne, brauche ich nicht. Quälak. Ja, Quälak. Nein, keine Ahnung. Quälak, Alter. Quälak, Sphäre. In irgendwelchen Sphären, Alter. Ja, die lassen wir schön liegen. So, wie machen wir das? Wir schauen einfach erstmal. Wir gehen da jetzt ganz konzentriert ran. Und chillen einfach erstmal ein bisschen. Sie kann halt auch scheinbar irgendwie fucking. Kann auch irgendwie springen oder so. Okay, sie kann. Okay, ich hole einmal eben. Okay, sowas kann ich. Mal vorne. In so einem Halbkreis Lava. Derzeit kann man sie mal angreifen. Nee, was macht sie dann? Sowas, davon sind wir gerade gestorben. Okay, dann müssen wir einfach nur hier chillen. Und wenn sie hochspringt, gehen wir wieder weg. Ja, guck mal, sowas kann sie halt auch. Sie hat ein geiles Schwert. Ja. Und Lava. So, nach einer Zeit geht die Lava wieder weg. Und wir müssen sie quasi irgendwo hier hinlocken. Wo dann keine Lava mehr ist. Ja, alles klar. So, komm her, Mädel. Okay, das ist impressive und beängstigend zugleich. Ja, ja, ich bin doch schon gar nicht mehr da. Komm her jetzt. Ja. Ey, wie lange holt ihr denn aus, Mann? Oh, fuck, ich sollte mal auf die Flakons hier wechseln. Er schlägt sie eher viel. Warum macht sie jetzt keine Spells mehr, hä? Mädel. Ja, genau so. Da muss ich dann leider weg. Ich kann echt nur so einzelne Hiebe gerade irgendwie machen. Aber reicht ja, ne? So früher oder später reicht das. Okay, lieber weg. Okay, wir spielen auf jeden Fall ohne Anvisieren, damit wir hier die Möglichkeit haben, auch immer um sie herumzulaufen. So, hier läuten gerade schon wieder Leute die Glocke, ja. Was? Also die Hitbox war nicht okay. Ich ralle halt irgendwie gerade nicht genau, wann sie was macht. Das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig zu erkennen. Oder abzusehen und zu predikten, wann sie halt mal springt. Wenn sie ihre Lava-Ficke macht. Das Gute ist, ich kann auch ihre Beine angreifen. Das ist natürlich ein gut zu wissen. Oder? Ja, doch, kann ich. So, wir gehen hier mal weg. Weg von der Lava. Und weg von dieser. Ja, wunderbar. Es dauert eigentlich einfach nur. Und wenn sie dann diesen Move macht, dann ist es schwierig. Aber ansonsten ist okay. Dann habe ich mich einfach nicht treffen lassen. Was?
Nee, wir sollten weg. Wir sollten weg und trinken. Wir sollten auf jeden Fall trinken. Und wir verlagern das Ganze wieder hier hin ein bisschen. Ja. Alles okay, alles okay. Jetzt auch wieder aufpassen, wenn sie schlägt. Okay, nee, wir spalten nochmal. Ja, ja, ja. So, ran hier. Damage machen. Ja, schön, schön, schön. Hau ab, hau ab, hau ab. Hinter uns! Fuck. So, jetzt konzentrieren Sie oder ich, Alter. Ich weiß nicht, wo Lava ist. Das ist gerade nicht ganz so gut. Was macht hier die Kamera mit mir? Ich will nicht anvisieren. Also, aber irgendwie ist sie gerade wieder in einem scheiß Modus. Sie ist immer hin und her. Ist schwierig. Alter! Mann, sie soll mal wieder mehr Fähigkeiten machen und nicht wieder so viel schlagen. Sonst komme ich halt nicht hinterher, so. Sonst komme ich nicht an sie ran. Ich muss nur noch ein paar gute Hits landen. Ja, schön ausgewichen. Ja, ja, ja. Ja, weg, weg, weg. Ja, ja, ja. Komm schon, ein Hit noch. Ein Hit. Geil, Mann. Easy fucking game, Alter. Ne, okay, es war alles andere als easy, aber... Wir haben es geschafft, Freunde. 20.000 Seelen. Da fand ich aber... Also, und für Sif kriegen wir 40.000? Der war halt viel, viel leichter, so. Naja. Egal. Was gibt's hier denn noch? Gibt's da noch was? Nee. Sehr, sehr gut. Feier ich. Wir machen Progress, auf jeden Fall. Und der Boss war auch nicht, also... War schon schwer, war schon tricky. Möchte ich auf jeden Fall, ne, aber... Wir haben uns eigentlich nur mal von diesem einen Kackschlag da treffen lassen. Wenn man einfach genug kitet, so wie wir es dann zum Ende hin gemacht haben... Dann war das geil. So, wir schauen uns hier noch um. Ja, das ist auf jeden Fall halt nochmal auch ein eigenes Gebiet. Ich möchte eigentlich gerade nochmal... Ich will weder kämpfen noch irgendwas. Ich will nur sehen, was es jetzt hier noch so gibt. Weil ich glaube, uns erwartet hier auch ein Leuchtfeuer. Nämlich hier hinter. Ja. So, und er ist auch, glaube ich, kein Gegner. Ich frage mich gerade nur zwei Dinge. Einmal... Ne, hier, wo es da lang geht, weiß ich. Nur, wo geht's hier hin? Ach, das müssen wir vielleicht noch aktivieren. Okay. So, er ist, glaube ich, kein Gegner, oder? Mit ihm kann man nämlich reden. Ja, sind wir.
Okay. Was macht er jetzt? Warum, ihr habt ja gar keine Eier dabei. Ja, ich hab halt nicht so ein... Alter, wer ist da denn? Ihre fucking Schwester, glaube ich. So. Ah, ne, genau, eine Feuerhüterin. Eid leisten. Kann man nicht. Ja, doch, machen wir einfach mal. Was auch immer das bringt, so mit ihr kann man einfach nicht reden. Großer Chaosfeuerball. Okay. Menschlichkeit darbieten, um den Eid zu verstärken oder so. Kann man jetzt mit ihm nochmal reden? Ja. Was kann ich bei ihm hier kaufen? Prüft Liste der Diener der Tochter des Chaos. Also es fühlt sich für mich so sehr nach Pyromantie und so einem Shit an. Darauf gehen wir halt gar nicht. Also wäre vielleicht mal so eine Überlegung noch, aber hatte ich eigentlich nicht vor, darauf zu gehen. Auf Magie und Pyromantie und so. Prüft Liste der Diener der Töchter des Chaos. Okay. Liste der Diener, keine Ahnung. Die muss man alle finden und prüfen, oder was? Genau, und da kommt man dann erst von der anderen Seite hin. Zauberei einstimmen. Zu wenig Zauberei-Slots. Ja, ich habe gar keinen. Genau. Aufsteigen. Ja, wir skillen auf jeden Fall rein hier. Zack, zweimal. 25, 25, 25. Sehr gut. Ich glaube, das bekommt man mit Intelligenz. Oder womit bekommt man Zauberei-Slots? Oder mit Zauberei? Na, wo sind die nochmal? Da. Genau, auf Zauberei werden wir es bekommen. Naja, nee, wir gehen hier schön auf Beweglichkeit. 2 hoch, let's go. 25, 25, 25 ist, glaube ich, echt schon mal eine gute Ausbeute. Und dann kommt es jetzt auf die Waffen an, die wir bekommen. Alter, diese Atmosphäre hier. Naja, gut, wir müssen ja den ganzen Weg zurücklaufen, leider, weil ich mich ja jetzt auch hier hingesetzt habe. Ist aber gar kein Ding, weil hier können wir, glaube ich, noch nicht lang gehen. Nee, hier können wir eh noch nicht. Hier können wir noch nicht lang gehen. Da fehlt uns noch was für. Also es ist so eine Lava-Welt, wie wir hier schon sehen. Ne, das wird quasi dieses Gebiet. Da drunter ist es, glaube ich. Oder auf der anderen Seite oder so. Aber so sieht es auf jeden Fall hier aus. Und da brauchen wir einfach noch ein Weilchen. Ist ja gut, Alter. Ja, ekelhaft hier mit so einem Spinnenboss. Alter, meine Stimme bringt mich auf jeden Fall auch um. Also ich weiß, diese dritte Folge, die ich jetzt hier aufnehme, die hätte nicht sein müssen, aber ich hatte so Bock. Ich wollte unbedingt Quelak legen. Unbedingt wollte ich dieses Vieh legen. Auch so funny, wie die Leute davor schreiben, so schöne Aussicht und famose Truhe. Also Truhe ist halt der Übersetzungsfehler von Chest. Was natürlich eigentlich Brust heißt. Oder auch Brust heißen kann. Na, und haben natürlich da auf Quelaks Aussehen angespielt. So, komme ich wieder nach Schandstadt oder wollen sie mir hier nicht sagen, dass ich wieder da bin? Ah ja. Man muss sich nur einmal vergiften und einmal beschweren. Aber fuck, wir haben uns ja hingesetzt, ne? Das heißt, sie sind alle wieder da. Scheiße. Knifflig auch wegen der Vergiftung. Tick-tick.
und in den Arsch, Allah. Mm. Schön das Ushigatana in den Arsch ram, Allah. Schlitz, weg mit dir. Weil diese, dass die da dann auch immer so unangreifbar sind, sowas nervt mich dann. Weil ich denke mir, jo, der steht doch wieder und druft da. Aber nein, darf ich nicht. Also die Frage ist, wo geht's jetzt eigentlich hin für uns? Ah ja, wir gehen jetzt nach Sands Fortress, ist ja Logo. Und dann gehen wir nach fucking Anolondo. So, und die ganzen Fliegen, die lassen wir jetzt hier einfach mal fliegen sein. Glaube ich. Ah ja, er kommt uns hinterher. Na, ja, ist ja auch egal. Wohin, wohin, wohin? Hier, ne? Ah, ne. Scheiße. Egal, da ist ja das Lagerfeuer. Das hätten sich ja eh einmal alle Gegner. Dankeschön. Also, wir gehen jetzt nach Anolondo, habe ich gesagt, ne? Das heißt, im besten Fall doch, wenn man... Wo könnte ich denn dann von hier am besten raus? Beim... Eigentlich ja beim Drachental, ne? Ja, wahrscheinlich beim... Hier ist es so ekelhaft hier. Danke. Ah, ich kann von der... Ah, doch, wollte ich sagen, ich muss ja hier hochklettern. Das heißt, wir nehmen dann hier schön den Drachentalausgang, den wir gerade gekommen sind, Allah. Hier schon. Stimmt, noch höher, Allah. Das wäre jetzt gerade fast knapp gewesen. Ja, hier ist ja einer. Aber ist ja alles easy. Jetzt kommen nur noch mal ein paar von den Dicken. Und dann ist auch eigentlich schon wieder, also ne, dann können wir ja raus. Und so ein paar Fliegen, die fliegen halt hier immer hinterher. Sind halt echt nervig so. Schau, mit V. Von unten, ja. Und noch einer. Dann halt nicht. Ah, jetzt oder was? Wenn ich dann da hochkletter. Hallo. Kommst du noch? Ja, da unten. Kommt halt wirklich noch. Fest. Oh, und weg mit dir. Was? Schlag, nicht treten, Alter. Alter, wenn der dann auf einmal zutritt, wie so ein Dulli, ey. So, das sind jetzt wieder hier die beiden. Oh.
uns jetzt her, Dicker? Easy. Fucking easy. Ich guck gerade mal, ob man irgendwie... Nee, keine Ahnung. Geschafft, hä? Wie man... Wollen wir drauf springen oder hä? Gerade ich nicht. Also. Da sind wir vorhin gekommen. Ich überlege gerade echt, wo geht's denn hier jetzt in das... Wo es jetzt von hier in das Finsterwurzbecken geht. Oder ob das der andere... Ist das der andere Schandstadtausgang? Ah ne, ich will ja ins Drachental, ne? Genau, das ist dann ja unten. Hinten bei... Neulondo. So, das heißt, wir gucken mal, dass wir... Warte mal, ich überlege gerade mal. Ne, doch, wir sind, glaube ich, richtig. Den Drachen hier, wie gesagt, den können wir einfach liegen lassen. Der bewegt sich, glaube ich, halt nicht, solange wir hier nichts nehmen. Ja, genau, wunderbar. Na, und hier kommen halt jetzt, überraschenderweise, kommen halt hier jetzt Drachen. Ich meine, ich weiß, das Teil hier ist Drachental, da hätte man jetzt noch nicht... Noch nicht so mit rechnen können. Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil Drachen finde ich relativ cool, wie man, glaube ich, weiß. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, was wie die hier so drauf sind. Stärketechnik. Ah, das sind Blitzdrachen. Okay. Wer denn? Warum fliegt er denn zu dem anderen? Hä, warum? Er fliegt einfach weg. Okay. Okay, gute Range auf jeden Fall. Es wirkt stabil, ja. Daneben rollen. Ist er down? Nee. Was war das denn dann jetzt für eine Schreie? Ist das knapp? Ah, ich hab ihn gestaggert. Okay, geil. Alter, und das war einer. Ein bisschen Menschlichkeit hier von so einem Toten. Ja, moin. Das war jetzt einfach... Das war jetzt einer. So. Aber man muss... ach, Alter. Das Zubeißen ist schon heavy. Nein! Das war so knapp, Mann. Scheiße. Jetzt starte ich hier, Alter. Scheiß jetzt auf die Fliegen, wir gehen jetzt einfach hier durch. Ich kill dann da oben diese drei Viecher und sind dann wieder im Drachental. Man muss sich nur einreden, dass es ja gar nicht so lange dauert. Der Weg immer, ne? Dass es ja gar nicht so viel Lauferei ist. Es war so krass, wie sich das Wetter, der Himmel verändert, ne? In Schandstadt und quasi, wenn man dann langsam mal hochkommt. Oder im Finsterwurzbecken war es auch krass. Da war einfach alles dunkel.
hier sieht man jetzt dann wenigstens wieder ein bisschen Helligkeit, so. Naja, egal. Wir haben Quelag besiegt. Das ist schon nice. Das war zwar bis jetzt das Einzige, was wir eigentlich diese Folge erreichen wollten, so. Und mehr haben wir noch nicht geschafft, außer hier ein paar Leute wegzuschlitzen. Einfach weil wir halt ein paar Mal gestorben sind und dann der Weg eben wieder gedauert hat. Das jetzt gerade war total dumm. Aber ich war jetzt eigentlich echt zuversichtlich, dass wir easy hinkommen. Und dann rollt einfach da der Abhang runter, Junge. Scheiße. Ich glaube, ich habe nur einen bekommen. Ja, geil. Das ist sehr gut für uns. Dass ich die auch einfach blocken kann, ist halt insane. Manchmal mache ich mit dem zweiten Hit mehr Damage, ne? Also jetzt habe ich wieder nur zwei gebraucht, gab, oder habe ich drei gebraucht auch. Irgendwie... unterschiedlich, habe ich das Gefühl. Aber marginal. Ob ich jetzt zwei Schläge brauche oder drei, Alter. Macht keinen Unterschied. So, easy. Ja, wenn ich überlege, was die am Anfang für ein Problem waren, Alter, und mittlerweile schlitzen wir direkt. Das ist halt Dark Souls. Ja, man merkt nicht nur quasi, wenn man spielt, dass es sich einfach besser anfühlt, je länger man das Game zockt. So, man kennt sich einfach irgendwie besser aus, man fühlt sich wohler. Sondern... man merkt auch einfach den Fortschritt so krass. Also, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber ich sag mal so, man kämpft später auch mal das ein oder andere Mal gegen Gegner. Die waren für einen mal ein Boss. So, da hat man dann so ein kleines Wiedersehen. Naja, und gegen die muss man dann halt einfach so kämpfen. Und da merkt man dann, yo, ich bin ja sogar relativ stark geworden. Wenn das jetzt so die Gegner sind. Und von daher, das ist schon irgendwie nice. Man merkt, also das merkst du halt einfach in dem Spiel richtig, richtig geil. Nicht nur anhand von Waffen, die du eben verbessern kannst, sondern eben auch von Leveln, die du aufsteigst. Gerade wenn du halt Waffen hast, die scalen, ist es immer sehr, sehr gut. So, also hier müssen wir halt an ihm vorbei. Ich will da jetzt nicht reinrollen. Warum ist er eigentlich so komisch neben ihm gegangen? Er dreht sich so voll komisch, weil ich an dem Flügel da hängen bleibe. Das kann ja auch nicht sein, Alter. So, ich will halt an ihm vorbei. Ich hab geblockt, Mann. Nur ein Hit wäre es gewesen, ey, Kacke. Ich bleib an seinem Flügel hängen. Weißt du, sonst konnte ich immer unter dem Flügel durch und jetzt bleibt er da einfach hängen. Und jetzt muss ich wieder 5 Minuten darauf verwenden, da hinzulaufen. So. Das ist dumm. So nervig. Also der Weg ist halt nicht lang, aber der Weg hat Passagen, die lange dauern. Nämlich das Klettern von Leitern und das Fahren in diesem Aufzug. Also man könnte, wenn man jetzt einfach durchrennen könnte, okay. Ne, und man hat halt diese drei Gegner, die man dann auch zwischendurch kurz machen muss. Das ist jetzt nicht so das Problem. Die gehen ja jetzt relativ schnell so. Hier schon? Ja, hier. Das ist ja ein Flügel. Das einzige Problem ist halt, ohne Witz, dieser schmale Weg. Das ist das einzige Problem. Wenn ich da mehr Bewegungsfreiheit habe, gut, das Spiel ist halt Dark Souls, ne? Natürlich macht das Spiel einem nicht leicht. Aber wenn ich da mehr Bewegungsfreiheit hätte, könnte ich da easy was machen. So, in dem Moment, wo er das Feuer macht, man muss halt einfach nur nah an ihn dran, in dem Moment, wo er seine Blitze macht, er macht ja kein Feuer, aber wo er da seinen Blitz speit, ja. Guck mal, gerade ist wieder irgendwo was gestorben, was ich getriggert hatte und ist einfach tot.
Diese Leitern, ne? Macht mich völlig kirre. Da rollt man an ihm vorbei und dann ist easy. Aber in dem Moment, wo man dann halt so ein bisschen nah vor ihm steht, nicht sich ganz bewegen kann, so, und dann ist da noch ein Flügel im Weg. Und man dann muss halt aufpassen mit rechts und links, so, dann ist es halt schwierig. Oh, stimmt, hier waren ja zwei, habe ich ganz vergessen. Dann kommt mal einer hier nach dem anderen. Komm mal her, du. Ja, jetzt schreien die erstmal. Ich kann leider nicht, sonst würde ich auch. Dass er einfach da draußen nochmal zuschlägt, ist schon insane. Ist absolut nicht gut runtergespielt. Einfach überhaupt nicht. Nee, einfach überhaupt nicht. Drachental, ey, hier waren wir nicht erst vor 3 Minuten, aller. Scheiße, naja. Danke für diesen hilfreichen Tipp. Ja, sowas, also sowas ärgert mich, weil ich das ja einfach verhindern kann, indem ich das besser spiele, so. Ich muss halt einfach nur schnell an ihn ran, das ist jetzt so das Ding. Und dass er sich dann immer so rumdreht, irgendwie so vor ihm stellt, das ist irgendwie. Alter. Ja, was war das denn jetzt? Der ist durch den Felsen durchgejumpt. Hä? Was war das denn jetzt für ein Angriff? Warum macht er den denn? Hinter ihm ist eine Wand, er ist einfach in den Felsen reingesprungen. Warum macht er denn sowas? Also, was ich halt jetzt schon wieder verkackt habe, ist halt dieser Biss. So. Also ganz ehrlich, ich will noch nach diesem scheiß Schmied. Das ist, auch wenn es das Letzte ist, was ich tue. Wir sind heute den Weg durch die ganze scheiß Stadt der Untoten schon gelaufen. Ich will da nicht nochmal lang. Wieder hier Feuerband schreien und so. Ich meine, klar, wir könnten vielleicht zu dem Typen und ihm sagen, ey, wir haben beide Glocken geläutet. Aber nee. Ich will mir das jetzt beweisen, dass ich das kann, dass ich einmal hier durchs scheiß Drachental gehe. Dann euch zeige, wo ich den Black Knight gekillt habe im Finsterwurzbecken. So. Kann doch nicht so schwer sein. Und dann gehen wir da einfach wieder raus. Ganz ehrlich, ey. Also heute geht alles so ein bisschen drunter und drüber. Erst die verlorene Folge. Und dann unnötig viele Tode. Also wirklich unnötig.
Alter. Wunderbar, jetzt sind wir wieder hier. Ja, und gegen die anderen beiden muss ich auf jeden Fall gleich ein bisschen vorsichtiger spielen. Also er ist halt kein Ding. Aber bei den anderen will ich dann doch meinen triggern. Stellt euch mal vor, unter so einer Keule steht man einfach drunter. Man würde einfach verschwinden. So, er würde einfach in den Boden einkloppen. Ja, er kriegt immer irgendwie mit dem zweiten Hit ein bisschen weniger Damage, habe ich das Gefühl. Naja. So, und jetzt noch seine Mutter. Ich stelle mir so vor, wie das so eine Familie ist. So, Vater, Tochter, Mutter, Schwester, Bruder. Alle. Kommt so ein Typ vorbei. Schützt mal eben weg. Ja, jetzt sind chillen hier, leben so ihr Leben. Ah, was essen wir denn heute? Hm, koch mal wieder was, Alter. Ich kann hier mit der Keule auf den Boden kloppen. Ich habe da Gift dran geschmiert, Mann. Und der Vater so, ich bin ein bisschen tankiger als die anderen. Kommt so ein kleiner Dulli in der Ritterrüstung vorbei. Schild, Schild, Schild weg. Ich meine, was machen denn die Leute, was machen denn die ganzen Gegner hier so in Dark Souls eigentlich in dieser Welt? Wenn nicht wir jetzt hier vorbeikämen und die alle töten würden, so. Also die sind ja nur, also die machen ja sonst überhaupt nichts. Die chillen hier rum. Also stehen da und machen nichts, labern miteinander, warten einfach, also diese Black Knights, Alter, die warten einfach irgendwo in der Welt. Chillen auf so einem Turm, in so einer Gasse. Oder halt in so einem Wald, aller. Und warten da einfach. Und wenn irgendwer vorbeikommt, kloppen sie auf ihn ein. Oder so diese, also gut, diese Gargoyles, das kann man auch verstehen, ne? Die beschützen halt den. Warum werde ich da getroffen? Ich wurde da noch nie getroffen. Ja, hä? Er beißt halt einmal die ganze Zeit daneben, so. Und schon. Nice. So, man muss halt nur wissen, wie. Das ist hier nur einer, ich glaube, ne? Ich werde auf jeden Fall als erstes hier weg von dieser Kante. Sein scheiß Flügel hat mich hier gerade schon wieder. Also, okay, wunderbar. Wir gehen jetzt an ihn ran. Ja, spring halt runter. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. So, warum er nicht einfach mal. Flügel machen mich so kille, ne? Und dass er einfach schneller ist als ich mit dem Biss, so. Ich meine, ich habe einen scheiß Ushigatana. Ich habe damit schon weiß nicht was weggeschwitzt, ne? Ach, von hinten, von ganz hinten. So viel Damage. Was er da auch mit das, was er, was will er denn da hinten? Hallo. Ja. Ey, dieser Flügel, Mann. Ich werde davon zweimal getroffen. Das ist so dumm. Oh, oh, dieses Spiel, Mann. Man ist ja nicht so, dass er nach, dass er noch einen Hit gebraucht hätte, ne? Ey Leute, die Folge geht jetzt so lange, bis ich in einem scheiß Finsterwurz wegkomme. Das ist ja wohl klar. Als ob ich da jetzt drin stand.
ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich sag jetzt einfach nichts mehr. Bis wir da angekommen sind. Alter. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fliegen hier an uns dran sind immer. Ich bin so froh, wenn ich nie wieder nach Schandstand muss, ne? Ach Mann, ey, ich habe keinen Bock jetzt, mich hier von dem Game so abfacken zu lassen, ey, ganz ehrlich, ne? Das ist halt einfach nur... Das ist halt einfach nur völlig random, wenn diese Drachen sich da einfach so kacke bewegen. Unterschätze da echt die Range. Ich halt's. Nein! Er hat jetzt sich das Gift reingeknallt, Mann. Oh, er hat sich jetzt das Gift reingeknallt. Das ist also das Gegengift. Wie viel ich von diesen scheiß Jauche-Küchlein jetzt schon haben muss, ne? Oh, Junge, ey. Ich meine, es ist ein scheiß Hit, ey. Also klar, ich bin jetzt durch, Alter. Ich zocke jetzt 3 Stunden Dark Souls. Davon habe ich auch nur 2 Stunden leider aufgenommen. Ja, und 1 Stunde, in der halt echt viel passiert ist. Geiler Scheiß, wir haben coole Gegner gekillt. Ich hätte es euch echt gerne gezeigt, so, aber ist halt einfach nicht da, weil ich dumm bin. Und so viel Dummheit tut weh. So, ein letzter Schluck des Getränks wurde genommen. Ja, ist nur Wasser. So, jetzt schnell an ihn ran hier, ja. Block, block, block. Ja, block. Blocken. Jetzt springt der schon wieder weg. Ich ralle es nicht. Wenn ich jetzt tot bin, ne? Nein! Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich gehe hier jetzt rein. Geil, ein Drachenstein. Sexy. Alter, wenn er... Dann springt er da auf einmal wieder weg, ne? Als erstes gehst du da jetzt von deiner Scheißkante weg, Mann, dass es klar ist. Wisst ihr, was richtig unbelohnt wäre, wenn ich mich jetzt hier in der Orientierung vertan habe und wir gar nicht hier hin müssen?
Ich würde gerne blocken, aber ist in Ordnung. Wir gar nicht hier hin müssen. Aber ich glaube eigentlich schon, dass wir hier hin müssen. Also diese Blitze sind auf jeden Fall echt völlig OP. Ich sag, wie es ist. Okay. Ne, wir kommen hier echt gar nicht rein, oder? Müssen wir gleich mal schauen. Ja, der hat ordentlich reingeknallt. Der Ushigatana Blutungsprock. Nein, 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 nein. Alter, wenn ich davon jetzt also. Ich muss nur noch einmal ein bisschen an ihn ran. Ja, jetzt ist er down. Komm schon. Immer noch nicht. Alter. Schon wieder jeden scheiß Flakon einfach verbraucht. Und ganz ehrlich, ich dachte, ich käme hier rein. Ja, nice, komme ich auch. Sehr gut. Ist hier was? Nee. Boah, Leute, ey. Alter Finne. Ja, das brennt hier auch schon. Das habe ich halt in der letzten Folge hier schon entfacht. Und hier war dann der Black Knight. Der stand halt hier und hat da unten das Graswappenschild bewacht bei der Leiche. So, dann gehen wir eben noch zu André. Hier, sehr viel Erfolg und so. Pff. Easy weggeschlitzt, den Boy. Ganz ehrlich. Was bekommt man dafür? Nix. Nein, alles gut. Aber wenn ich, ist halt Wahrscheinlichkeit. Darf man sich nicht überaufregen. Man muss sich dann umso mehr freuen bei einem Dark Souls Run, wo man es dann bekommt. Das ist halt der geile Replay Value von dem Game. Einfach nochmal herausfordern und ja, dann quasi mit den bestmöglichen Voraussetzungen, indem man sich beispielsweise Menschlichkeit reinknallt, aller schön auf diese Waffe gehen. Und wenn man sie dann bekommt, dann ist echt insane, ey. Alter, der Schaden. Dieser Schaden. Gerade ob uns noch ein Baum verfolgt. Nee. So, den haben wir auch geklatscht. Geil, ey. Aber das ist wirklich cool, dass wir den hier weggemacht haben. Das feiere ich hart. Das feiere ich wirklich, wirklich hart. Moin. Wir haben irgendwas bei dir? Ja. Schau doch mal, was wir so umwandeln. Halt nichts Neues natürlich dazugekommen. Also, was wir aber auf jeden Fall, was ich dann mache vor der Aufnahme. Wir sind jetzt hier. Und also hier setzen wir uns erstmal hin. So. Das werden wir auch schon mal. Nee, ich mache jetzt gar nichts mehr. Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das ist unser nächster Step, unser nächstes Ziel. Und wenn wir hiermit fertig sind, danach geht das Spiel erst richtig los. Wollte ich euch nur gesagt haben. Ne? Also wir sind auch aktuell hier echt immer nur noch im Startgebiet. Danach nimmt das Spiel erst richtig in Fahrt auf. Von daher, freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Ich entschuldige mich für die Verwirrtheit dieser Folge. Beziehungsweise, ja, ich war wahrscheinlich zwischendurch echt ein bisschen fertig. Beziehungsweise gerade die letzten 20 Minuten waren jetzt nicht so geil. Einfach weil echt unnötig viele Tode dabei waren. Alter, André, wenn du jetzt noch weiter hämmerst, dann. So, und von daher,
Ja, aber wird besser auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich habe mega Bock. Wir können jetzt richtig durchstarten. Und von daher, Freunde, es wird jetzt einfach nur geil. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.